Es ist 19 Uhr. Hier ist das MDR Thüringen Journal. Mit Steffen Quasebart. Und für die Nachrichten heute im Studio Sina Rieder. Neue Kläranlage in Krawinkel im Kreis Gotha. Nach 2 Jahren Bauzeit wurde sie offiziell in Betrieb genommen. Sie kostete 1,7 Millionen Euro, davon schoss das Land 1 Million Euro zu. Die ferngesteuerte Anlage ist speziell für kleine Kommunen ausgelegt. Sie klärt im Vollbetrieb das Abwasser von 1500 Einwohnern. Eine weitere Kläranlage soll bis 2015 im Nachbarort Wölfis entstehen.